Heute gibt es 8 Tipps und Tricks zu Diablo Immortal, die gerade für Neueinsteiger ins Spiel eine tolle Sache sein werden. Ich glaube aber, dass da auch die eine oder andere Sache bei ist, die, ich wollte gerade sagen, erfahrene Spieler, das Spiel ist 2 Tage online, sagen wir Spieler, die schon ein paar Stunden im Spiel verbracht haben, da wird das eine oder andere bei sein, was die sicherlich auch noch nicht kennen. Und diese 8 Tipps und Tricks, die gibt es nach dem Intro. Ich nehme noch einen stärkenden Schluck aus meiner tollen Maustasse. So, zur Seite gestellt. Und bevor wir loslegen, 1, 2, 3 kleine Sachen. Zum einen, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts mehr zu Diablo Immortal verpassen wollt. Folgt mir auf Twitch, wenn ihr in Zukunft Livestreams von mir sehen möchtet zu Diablo Immortal. Und kommt gerne auf unseren Discord-Server. Wir füllen gerade unsere 2. Gilde. Also wenn ihr da ein Plätzchen sucht, kommt gerne vorbei. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich nehme mein Smartphone zur Hand. Wir sind auf dem Login-Screen und da geht's auch direkt los. Hier oben, mein Battle.net-Account ist verlinkt mit meinem Diablo-Spiel hier auf meinem Smartphone. Und das solltet ihr definitiv machen. Legt euch einen Battle.net-Account an und verlinkt euer Spiel mit diesem Account. Mehrere Sachen. Zum einen, sagen wir, ich habe hier auf dem Smartphone angefangen. Ich habe aber auch noch ein Tablet oben liegen und möchte da weiterspielen. Dann funktioniert das nur, wenn der Account verknüpft ist. Genauso wie, wenn man dann auf dem PC mal ein Ründchen zu Hause zocken möchte, geht das nur, wenn der Account verknüpft ist. Also verknüpft euren Account. Verknüpft ist ein super Wort. Verknüpft euren Account, ganz wichtig. Und ein zweiter Punkt ist, wenn ihr euren Account nicht verknüpft, sind die Spieldaten alle lokal auf eurem Gerät gespeichert. Und was passiert, wenn man das Gerät verliert, wenn es kaputt geht, wenn es irgendwie intern beschädigt wird, dass ihr es auf Werkseinstellungen zurücksetzen müsst, dann ist auch der Spielstand von Diablo Immortal weg. Nicht wiederzuholen, das wollen wir nicht, also verknüpft euren Account. Dann, wir bleiben hier auf dem Screen, ihr seht unten unseren Server. Wir spielen auf, seht ihr gerade nicht, auf Hemlia. Da die Info kommt gerne auf Hemlia und lasst zusammenzocken. Wichtiger ist aber, weil ich diese Frage immer wieder bekomme, den Server kann man nicht wechseln, Stand jetzt. Ihr wählt den Server aus, ihr spielt auf dem Server, könnt nicht mit Spielern auf anderen Servern agieren. Das könnte kommen, es könnte sein, dass in Zukunft Server zusammengelegt werden, dass es die Möglichkeit gibt, über Server hinweg zusammen zu zocken. Das gibt es bei anderen Blizzard-Spielen hier noch nicht, also wählt mit Bedacht euren Server aus. Und ich logge mich gerade mal ein, weil im Spiel geht es dann weiter mit den 6 nächsten Tipps und Tricks. Kurz eingeloggt. Und wenn ihr euch das erste Mal im Spiel einloggt oder ihr tut es jetzt, wenn ihr die Einstellung noch nicht habt, dann geht ihr oben ins Menü, geht oben auf Einstellungen, scrollt hier ein wenig runter und dann findet ihr den Punkt automatisch aufheben. Die Häkchen sind standardmäßig nicht geklickt, das heißt, ihr müsst alles einzeln auswählen, um das aufzunehmen. Ihr hakt alle an, alle 3, das ist wichtig. Und jetzt ist es so, suchen wir gerade mal ein paar Gegner. Hallo liebe Gegner, eine Truhe könnte auch helfen. So, ich öffne die Truhe, ihr seht, da droppt was raus, der blaue Gegenstand, ich laufe hin, automatisch aufgenommen. Das ist nicht nur praktisch, sondern ihr vergesst so auch nichts und bei vielen Spielen ist es ja so, dass gerade die weißen Items einfach sinnlos sind, nur Platz verschwenden sollte man nicht mitnehmen. Das ist hier anders, ihr nehmt am besten alles mit und ich zeige euch auch warum und dafür können wir gleich den nächsten Trick verwenden. Wenn die Bienen hier kaputt sind. Sagen wir mal, ihr seid irgendwo wie ich hier mitten in der Weltgeschichte unterwegs und ihr möchtet einfach nur schnell zu einem Schmied. Dann könnte man natürlich die Karte aufrufen, könnt ihr gucken, wo ist denn hier ein Lager, da unten, ja, gibt es auch einen Schmied, gut, und dann lauft ihr dahin. Es gibt einen besseren Weg. Ihr klickt einfach auf die Karte und dann seht ihr unten rechts dieses kleine Portal. Da einmal draufgeklickt und dann klickt ihr unten auf Nächste sichere Zone.
Und dann müsst ihr gar nicht gucken, wo ist denn das nächste Lager, sondern ihr werdet direkt automatisch dahin gebracht. Es geht super schnell, man muss nicht groß nachdenken, was immer wichtig ist. Und dann könnt ihr, wie gesagt, hier den Schmied besuchen. Und ich sagte eben schon, alles wird mitgenommen, weil wir alles verwerten. Alles wird klein gemacht, wir brauchen alle Materialien. Und dann klicken wir unten einfach einmal auf den blauen Punkt, werden die Items ausgewählt. Hier den weißen können wir nicht auswählen, weil wir keine weißen Items haben. Das gelbe kann auch weg und dann alles wiederverwerten. Wichtig, sehr wichtig, den Staub können wir gebrauchen. Und an der Stelle eine kleine Pause mit einem kleinen Hinweis. Wenn ihr in Zukunft weiter solche informativen Videos hier von mir sehen möchtet, dann ist vielleicht eine Kanalmitgliedschaft was für euch. Da könnt ihr mich, meine Arbeit, unseren Kanal hier unterstützen. Ich habe mehr Zeit, kann mehr Videos machen, mehr solche tollen Hilfevideos. Die könnt ihr euch dann anschauen, damit ist euch geholfen und so helfen wir uns gegenseitig. Also schaut euch gerne mal die Kanalmitgliedschaft an. So, ein weiterer Punkt. Ich habe gerade schon gezeigt, wie ihr toll und schnell irgendwo hinkommt. Vielleicht wollt ihr aber ja auch in die Hauptstadt und vielleicht habt ihr es eben schon gesehen, wenn man unten auf das kleine Portal klickt, kann man auch direkt nach Westmark. Es gibt eine kleine Abklickzeit, also ihr könnt die Portale nicht alle 5 Sekunden verwenden. Ich glaube, das sind so rund 5 Minuten, die ihr habt. Und hier angekommen gibt es jetzt direkt den nächsten Tipp. Ich möchte hier jetzt zum Schmied, zu Chasi. Ich gucke auf der Karte, wo ist sie denn? War da unten und sehe hier, ach, der Rakisplatz. Was genau ist das nochmal? Dann könntet ihr natürlich anfangen, darunter zu laufen. Aber wenn ihr ein Gebiet vollkommen erkundet habt, dann könnt ihr hier den Autopass aktivieren. Das heißt, ihr klickt hier hin und dann läuft der Charakter los. Und er läuft automatisch zu dem Punkt, wo ihr ihn hingeschickt habt. Und wenn in der Nähe ein Portal ist, dann nutzt er sogar das, um eben schneller da zu sein. Diese Autopass-Funktion kenne ich so aus Spielen nicht. Ich finde es auch schwierig, aber muss sagen, es ist wirklich praktisch, gerade bei einem Smartphone-Spiel, wenn man irgendwie nebenbei noch was zu tun hat. Einfach den Autopass aktivieren und euer Charakter läuft dahin, wo ihr ihn haben wollt. So, ich wollte aber zu Chasi. Und zwar gibt es ja, wir haben hier eben unsere Materialien sozusagen verwertet. Und es gibt hier ja auch die Möglichkeit, Gegenstände aufzuwerten. Und da die Info, Gegenstände, die aufgewertet sind oder, das ist auch wichtig, die ihr mit Edelsteinen versehen habt, diese Sachen hängen nicht direkt am Item, sondern diese Verbesserungen können mitgenommen werden. Ich habe schon öfters gelesen jetzt, dass Leute gesagt haben, ich bin gerade Level 30 und ich habe hier eine Hose, die werte ich aber nicht auf, weil ich spare mir das lieber für später. Oder ich habe einen tollen Edelstein, den packe ich aber nicht in meine Waffe rein, weil den möchte ich lieber später für meine Level 60 Waffe haben. Das ist nicht nötig, denn wenn ihr ein besseres Item anlegt und der Slot mit einer Verbesserung ausgestattet ist, dann habt ihr die Möglichkeit, diese zu transferieren. Das heißt, von vornherein könnt ihr eure Verbesserungen, eure Edelsteine in die ganzen Items packen. Und wo wir gerade von tollen Gegenständen sprechen, das habe ich zwar schon das eine oder andere Mal gesagt, aber auch hier nochmal, jeden Tag gibt es was umsonst im Shop unter Pakete, eine gratis Tagesbelohnung. Die fordern wir ein. Denkt da auch dran, jeden Tag wird die mitgenommen und ja, einfach geschenkte Materialien, die nehmen wir natürlich mit. Und dann noch eine Sache, wenn man denn tolle Items hat und möchte die vielleicht weitergeben, wie zum Beispiel einen Edelstein, den man nicht braucht, man kann nicht zwischen Spielern direkt handeln. Das geht nicht, es ist nur über den Markt möglich. Und den Markt findet ihr hier direkt bei Chasi. Ich zeige euch gerade nochmal hier am Rakisplatz. Da findet ihr den Markt und dort habt ihr die Möglichkeit eben dann indirekt mit anderen Spielern zu handeln. Wichtig ist jedoch, ihr könnt keine Ausrüstung handeln. Ausrüstung wird von jedem individuell gefarmt, also ihr könnt das nicht an einen Kumpel weitergeben oder an die beste Freundin oder an die Mama oder an sonst wen. Jeder farmt Ausrüstung für sich selbst. Und ja, das waren meine 8 kleinen Tipps und Tricks
zum Start von Diablo Immortal. Ich würde mich sehr freuen, wenn die euch weitergeholfen haben und worüber ich mich auch sehr freuen würde. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp, wo ihr sagt, hey, das ist gerade zum Start wirklich sinnvoll. Oder ich habe gemerkt, das weiß nicht jeder. Dann schreibt das doch gerne unten in die Kommentare. Da können das dann alle lesen. Ich kann es auch nochmal sammeln, vielleicht für ein zweites Video verwerten. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und zum Abschluss des Videos werden euch hier von Google nochmal zwei weitere Clips von mir gezeigt. Klickt da gerne drauf, schaut rein, weiterer Diablo Immortal Content und ansonsten sehen wir uns gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.